Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Es weihnachtet bei meinen Sims. Mir krabbelt gerade das Auge, das ist ja natürlich total toll. Es weihnachtet bei meinen Sims und wir tun mal die Deko ändern. So, genau, die Deko ändern. Und da habe ich mir jetzt ausgesucht, ganz so. Ich finde das total schön. Ich weiß zwar nicht, wer das dort angebracht hat, aber ich finde das total schön. So. Wir haben im letzten Part schnell einen Weihnachtsbaum gestellt und einen Kamin. Irene würde sich sowas von den Arsch verbrennen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Staffelei hier stehen lasse, wo sie steht. Also ich glaube, die werde ich nochmal umräumen müssen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und wir haben uns eine neue Stube ausgesucht. Das heißt, Irene muss jetzt malen wie ein Weltmeister, damit wir das Geld zusammenkriegen für die Stube. 12.000 Simoleons. Aber es wäre eine schöne Stube. So, Julian. Du weißt doch nichts mit dir anzufangen, ne? Und ihr seid ja bleibt... Ja, ja, von mir aus. Warum mögen die alle Fitness? So, na gut. Wir feiern heute auch noch einen Geburtstag. Denn unsere kleine Veronika wird endlich zum Kleinkind. Obwohl, warte mal, stopp. Das kann doch auch Julian machen. In die Waschmaschine stecken. Natürlich. Na, guck mal. Na sowas. Wann geht das los? Oh, Irene ist fertig. Wow. Was war das jetzt? Realistisch. Dann gleich noch eins. Hallo? Ben, nimm's mir mal nicht übel, aber geh mal bitte hier hin und spiel mit dem. Oh, guck mal, wer da wach ist. Du gehst erstmal auf den Topf. Und dann tust du dir ein Gericht nehmen. Ist denn die Waschmaschine voll? Ja, Julian, du könntest auch hingehen. Ach, der telefoniert. Oh. Oh nein! Der Säugling ist wach. Irene, du musst dich erstmal um deinen Säugling kümmern. Und dann musst du noch einen Kuchen backen, Irene. Du klingelst. Mit seinem Vater telefoniert. Hey. Ja, Veronika, du wächst nachher, aber jetzt mach mal ein Chillischen. Ist das für mich? Ja, ja, ist für dich. 5 neue Sims kennenlernen. Ja, du gehst bald in die Schule, da geht's los. Was willst du noch? Spaß. Spaß. Mutti klingelt. Heute ist mein Lieblingsfeiertag. Ich möchte vorbeikommen, mal etwas Urlaubsstimmung. Nein. Nein, danke. Bitte nicht. Wundervoller Weihnachtsbaum. So, genau. Dann lässt du mal dein Kind bitte hier runter. Gehst mal schnell Pipi. Musst mal die Wäsche waschen. Und rennst deiner Mutter bitte nicht hinterher. Naja. Was wird man wohl im Bad machen?
So. Genau, den Geburtstag machen wir definitiv heute noch, aber ich möchte noch ein großes realistisches Gemälde weitermachen. Weiß nichts mit sich anzufangen, ne? Dann gehst du mal. Kann man hier Eis laufen? Ah, du kannst hier Pirat spielen. Das kannst du machen. Los. Mal ein bisschen frisch raus an die frische Luft gehen. So rum. Nee, du brauchst die jetzt nicht um Rat bitten. Bitte, bitte. Dann kannst du ja auch Pirat spielen. Los. Kinders. Geht spielen. Geht spielen, Kinders. So, wenn Irene ihr Bild beendet hat, wird sie einen Kuchen backen. Denn, wie gesagt, Veronika wird zum Kleinkind. Das müssen wir ja feiern. Und sie bekommt dann Julians altes Zimmer. Ich will das nicht. So. Warum? Und mal jeden Tag Strafe zahlen. Schnullerbacke, du bist fertig? Spielt ihr beide? Spielt ihr miteinander? Ach nee. Bin noch unterwegs. Hat er! Uiuiuiui. Sag mal. Ist ja kalt oder was? Du stürmst doch gar nicht. Das ist doch bloß ein bisschen Schnee. Was hast du denn? Komischer Kind. Komisch, Kind. Ach, die spielt jetzt auch mit. Okay. Könnt ihr machen? Und? Ja, aber. So gefällt mir das. So, und dann werden wir den Geburtstag feiern von. Oh nein, ja, die Windeln schon wieder voll. Gut, tust du dann bitte die schmutzigen Windel wechseln. Er hat sich schon wieder eingeschisst. Und Windelplatzer. Nein, was ist denn bei Danirisch? Mensch, Irene. Und ein Festtagsessen müssen wir heute noch machen. Sehr schön. Sehr schön. Dann tun wir sie noch baden. Komm, Irene. Hoppe die. Wie geht's euch? Oh, was ist denn los? Okay. Was ist das? Reden erschöpft mich, okay. Reden erschöpft mich. Er ist introvertiert. Oh, ich bin ein aufgehender Stern. Yay. So, du hast jetzt dein. Warte mal. Du hast jetzt. Fantasie voll. Ich glaube, ich brauche ja 1 plus voll. Oh, wenn sie Fantasie voll hat. Dass der eine Autorin oder Schauspielerin mache? Eins, zwei, zwei was auf drei, zwei was auf zwei und eins voll. Naja, das ist okay. Völlig in Ordnung. So. Oh. Was hat sie denn? Wo bleibt meine Aufmerksamkeit? Die bekommst du dann gleich.
Warum liegt die Windel jetzt da unten drunter? Aber Mutti muss dann erstmal. Oh Gott, die muss dann erstmal schlafen gehen. Ein Nickerchen machen. Aber sie muss dann erstmal hier. Sie muss, ne? Sie muss so vieles. Geht's euch? Nicht, dass ihr mir hier festfriert draußen? Klingelt schon wieder. Hey Irene, wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist. Nun ja, aber natürlich. Was? Ich bin ein Idiot. Hm. Ich höre dich. Hä? Nun. So? Sehr schön. Dann mach doch Kerzen drauf. Ist nicht klar? Ich glaube nicht klar. So, und jetzt helfen Kerzen auszupusten. Veronika. Veronika hat Geburtstag. Veronika hat Geburtstag. Ja. Oh. Die ist ja so schon voll süß. Guckt mal. Die ist voll süß. Da müssen wir ja gar nicht viel machen. Außer vielleicht die grünen Schuhe auf das schwarze Kleid. Oh, die ist ja voll niedlich. So. Album. Okay. Ja, bizarre. Wo ihr nimm? Nopsa? Nopsa? Oh, oh, oh. Ja. Oh, Javon. Schlagen? Was willst du schlagen? Das Viech. So, seid's wieder da? Du spielst noch. Okay, passt auf. Wir schicken Irene jetzt erstmal eine Stunde schlafen. Nickerchen machen. So, ja, sie ist ja hier aufgestiegen. Gesellig? Ah, gut. Du hast deine Kinder immer um dich rum. Sie ist ja aufgestiegen auf Platz 2. Als Promi erhält Irene Zugriff auf einen exklusiven Lieferservice, der nur der Elite der Gesellschaft zur Verfügung steht. Jeden Tag erhält sie per Post ein neues Promi-Serum. Der Trank kann Bedürfnisse auffüllen oder die Laune beeinflussen, aber auf jeden Fall verbessert sich ihre Fähigkeit eine Zeit lang schneller. Das will ich haben. Ach nee. Wartet mal. Nee. Nein, da gab es doch irgendwo das mit den Geschenken, oder? Erarbeitet sich Irene das Vertrauen loyaler und großzügiger Fans per Post werden zahlreiche Geschenke der Fans. Ich muss Unternehmenspartner sein, leider Gottes. Aber das ist mir egal, das mache ich einfach nicht. So, und jetzt zum Abschluss der Folge, denn ja, das wird der Abschluss sein. Werden wir in den MCC-Command gehen und den Haushalt bearbeiten. Und mal gucken, wie unsere kleine Veronika aussieht. Ich freue mich. Flippisa Fruma. Nein, Irene, du nicht. Veronika, bitte. Die hat Sommersprossen. Die Augenbrauen passen nicht. Passen sie. Okay. Durch die Sisi-Haare bestimmt. Sie ist so niedlich. Sie ist doch einfach nur niedlich. Fabi-Livu. Oh Gott, ist die süß. So. Da sie jetzt aber Kleinkind ist, können wir ja jetzt gucken wegen der Augenfarbe. Nox ist ihr Vater. Okay.
Wir gucken mal wegen deiner Augenfarbe. Du hast auch schon was drauf. Ich finde die Augen eigentlich so, wie sie sind, schön. Aber ich sehe jetzt nicht, dass sie irgendwas... Jetzt hätte sie schon was drauf, oder? Okay, aber die sind so grau. So gräulich. Ja, guck mal. Ich hätte ja gern mal... Ja, sowas. Nehmen wir. So, warte mal, wie heißt das? Haben wir schon wieder das. Na gut. Ist egal. Reptella. Eis. Ei. Und zwar vorletzte. Vorletzte. Mir krabbelt's Auge. Das ist doch unmöglich. So. Das müssen wir natürlich jetzt überall anklicken. Ich finde das total hart. Nein. Mit Stopp. Halt, Stopp. Ich sehe schon komische, kunterbunte Sachen. Das finde ich ja gar nicht toll. Ich würde sie in den Touch wirklich ins Schwarze reinbringen. Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen hätte ich gerne ein Kind. So ein bisschen. Also, Elena wird die Prinzessin. Die wird die Prinzessin, die wird so ein bisschen Diva-mäßig, so ein bisschen, na. Na? Und Veronika wiederum möchte ich so ein bisschen das genaue Gegenteil haben. Als Teenager wird sie so richtig aufgängerisch, so richtig böse schon fast. Und ja, mal gucken, was ihre Eigenschaften so sagen. Jetzt momentan ist sie albern. Aber ich feiere das, dass das Kleid schon so war. Ich möchte bloß die Schuhe ändern, weil das geht gar nicht. So. Oder ein Grau? Grau ist besser. Aber wir können auch Ohrringe machen. Wartet mal. Ich hab auch Ohrringe. Hier, kleine Geister. Hier. Aha. Ja, nein. Ein Haarreif. Aber kleine Geister, das ist so niedlich. So, gut. Machen wir auch die Geister rein. Upp. Zum Schlafen brauchen wir keine Geister, aber hier brauchen wir Geister. Und zum Baden können wir sie drinnen lassen. Hier machen wir die Geister rein und hier machen wir die Geister rein. So. Wir fangen hier an. Ah, man könnte es lassen. Wie gesagt, also die Ausgehkleidung ist jetzt nicht so das, wo ich Wert drauf lege, weil ich wahrscheinlich nie ausgehen werde. Aber wir können ja trotzdem was Niedliches raussuchen. Zum Beispiel das. Beispiel. So richtig schwarz gibt es da. Guck mal hier. Das ist ja cool. Aber warum die alle so ein bisschen bräunlich sind. Aber ist okay. Außer Ben. Das ist so eine richtige Milchschnitte. Quatsch, Milchschnitte. Ein Milchmädchen wollte ich sagen. Gott, verdammt, ich noch eins. Das ist aber süß. Das ist ein Schlafzeug. Ich geh kaputt. Das ist geil. Das ist gut. Gefällt mir. So. Partykleidung. Mal gucken. Wie gesagt, ich will so ein bisschen bei ihr dunkle Farben haben. So, finde mal bei einem Kind dunkle Farben. Das ist ja so schon schwierig. Das. Aber die Socken ziehen wir bitte aus. Also die Socken, die gehen ja gar nicht.
Nehmen wir das. Oh, nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Dann nehmen wir wieder die hier. So, bums, aus, Ende. Badekleidung. Habe ich nämlich auch neue, süße, ganz niedliche. Guck mal, die sind so süß. Das ist so süß, das ist so süß. Ich werd verrückt. Das ist so niedlich, guck mal. Mit Entchen. Wird das so toll. Ich lieb's jetzt schon. So, wenn's warm draußen... Was hast du da? Wenn's warm draußen ist, können wir auch ein kurzes Kleidchen anziehen? Ja? Wozu habe ich denn 50.000 Kleider runtergeladen, wenn keiner die anzieht? Oh, das ist aber auch... Ui! Aber niedlich ist es! Na gut, das sieht aus wie Schlafzeug. Ich liebe Mädchen in Kleidern. Ich liebe es. Na, ich glaube, wir bleiben bei dem. Halt. Hallo, wir brauchen noch Schuhe. Die Schuhe an sich sind ja schön, aber wir nehmen die. Gibt es denn einen Sonnenhut oder sowas? Sowas, ja. Ich werd verrückt, das ist doch niedlich. So. Hier habe ich auch schöne Winterkleidung. Die auch im Kombi? Natürlich nicht. Aber sowas gefällt mir ja, ne? Die gefällt mir total. Nee, wir nehmen die. Aber so? Nee, das sieht doof aus. Ich würde das rot lassen. Die Schuhe vielleicht dazu bloß ändern. Denn es ist ja kalt draußen. Das ist so süß. Das ist einfach nur süß. Ich glaube, Mütze gibt es aber keine schöne. Gibt es ja bloß diese Halbdeckel hier. Diese... Oh, die Süße. Ich setze ihren Bärchen auf. So. Ich habe Veronika fertig. Sie ist einfach nur niedlich. Also wie gesagt, sie ist wirklich so niedlich. Und mit diesem Bild, ihr Lieben, verabschiede ich mich für heute von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auch morgen auf die neue Folge von Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin. Ciao.